Was? Danke. Habt ihr vor, den ganzen Platz damit zu überqueren? So, ich bin das auch. Und ich kann zweimal in der Woche kosten. Menschentum verkörpern soll, ist das Lagergelände eben auf der Nordseite des Berges, also dieser Bergrücken des Ettersbergs ist auch so eine Wetterscheide, sodass tatsächlich die klimatischen Bedingungen auf dieser Nordseite viel extremer sind, viel schlechter sind als auf der Südseite des Ettersbergs. Wir können einfach mal aber das ist ja. Nicht alle auf einmal. Des Chaos, also irgendwie rauszukommen oder sich dann auch da tatsächlich Waffen auf die Seite zu schaffen und so weiter. Also das ist. Aber interessant war ja für mich ein Wort. Jetzt stehen wir ja hier bei dem ehemaligen Lagertor. Man sieht, es ist in den Farben Weiß und Rot angestrichen. Weiß und Rot sind natürlich auch diese Farben, die für Grenzzäune verwendet werden, die diesen Abstand markieren sollten. Das ist interessant, dieses Tor, das ist geschmiedet hier. Fluchten zu verhindern und Kontakt mit der Außenwelt zu verhindern, das war eben der Zweck, den diese Lagerkommandanten hier verfolgt haben. Da drüben in dem Gebäude müsste die Schneiderei und die Wäscherei und sowas drin gewesen sein. Genau. Also das Thema Arbeit im Speziallager war ja ein Thema für sich, weil wenn gearbeitet wurde, dann nur zum Erhalt des Lagers. Und auch nur die wenigsten hatten dieses Privileg. Habe ich gesagt, das hier waren die Frauenbaracken. Hier sieht man auch nochmal ein Foto, wie die Gebäude aussahen. Wir haben hier auch eine Zeichnung. Und im Lager, also im Speziallager waren über die 5 Jahre verteilt 900 Frauen interniert. Uns eben erinnert an die Zeit des sowjetischen Speziallagers. Und die Ausstellung, das möchte ich nur ganz kurz sagen, ich würde jetzt nicht jede einzelne Vitrine kommentieren, das ist ja unnötig, nur mal ganz kurz, wie die sozusagen aufgebaut ist, woher eben das Wissen auch kommt, mit dem wir über diese Geschichte berichten. Also es gab Fundstücke aus der Zeit des Speziallagers, also zum Beispiel Aluminiumtassen mit Einritzungen und Jahreszahlen dort oder Namen oder auch und hier, das ist auch ganz interessant, in dem einen Ostturm hier im Lager, wenn man reinkommt gleich rechts, ist diese Inschrift zu finden. Und also wer seine Pflicht nicht kennt, ist kein ordentlicher Wachmann. Und das ist auch ganz interessant geschrieben, weil das noch so nach dieser alten Schreibweise, eigentlich der vorrevolutionären Zeit, geschrieben ist. Genau, und hier Wladimir Brutschkowski, der erste von links. Eben das einzige Bild, was wir aus der Speziallagerzeit haben. Ja. Ich bestritt überhaupt etwas von Werwolf zu wissen, was auch vollkommen der Wahrheit entsprach. Er wollte dies nicht glauben, warf mir immer wieder vor, Mitglied des Werwolfes gewesen zu sein. Da ich diese Vorwürfe immer wieder abstritt, erklärte er mir, ich käme erst dann wieder nach Hause, wenn ich die Wahrheit sagen würde. So. Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass wir heute zu dieser Veranstaltung gekommen sind, zu der Filmvorführung Kindheit ohne Namen. Ich möchte ganz herzlich begrüßen die Mitglieder des Vereins Kindheit hinter Stacheldraht e.V., die in den sowjetischen Speziallagern und den Gefängnissen der DDR geborenen Kinder
und ihre Mütter, die hier unter uns anwesend sind. Der vorher Vorsitzende, Herr Latotzky, ist hier in der ersten Reihe, Frau Kirchner und andere, herzlich willkommen. Die Geschichte jener Kinder, die einst in den Lagern der sowjetischen Besatzungsmacht und Gefängnissen der späteren DDR geboren wurden, ist noch nicht zu Ende. Eine Herausforderung für die Forschung über ein unbekanntes Kapitel deutscher Nachkriegsgeschichte, der sich bisher noch kein Historiker angenommen hat. Meine Mutter wurde mitverhaftet, aber einfach nur weggesperrt. Sie hat nie einen Richter gesehen, nichts. Sie war eine sogenannte Internierte. Sie kam nach Sachsenhausen und mein Vater nach Bautzen. Meine Mutter war schwanger und ich bin am 19. November 1946 in Sachsenhausen geboren. Ich bin also im November 1948 geboren in Bautzen. Meine Mutter kam nach Sachsenhausen. Sie wusste nicht, wo ich hinkam. Ich wusste aber nachher, beziehungsweise meine Angehörigen, dass das also genau wie hier bei Alexander, also ich nach Leipzig in ein Kinderheim kam. Also möglicherweise, es gab ja zwei, vielleicht waren wir sogar zusammen. Ne? Wo sie dann kam später, dann hat sie dann mal erzählt, wo sie verhaftet worden ist. Dann haben sie festgestellt, sie war schwanger. Da kam sie zu Verhören und bei jedem Verhör, wenn sie irgendwas preisgegeben hat, da kriegte sie mal einen Schluck Milch oder mal einen halben Apfel als Geste. Er war eigentlich Zwangsarbeiter, der mit 17 oder 18 hierher nach Deutschland verschleppt wurde und ist dann nach der Befreiung in den Wachdienst hier des Lagers Buchenwald eingezogen worden. Und deswegen waren wir auch mal hier und hat auch das einzige Foto, was die Gedenkstätte im Augenblick vom Lagertor hat, aus der Zeit der Gedenkstätte gegeben. Er selbst ist dann 4 Jahre später gestorben. Und hat seinen Vater gefunden, der eigentlich der Mutter auch gesagt worden ist, der ist tot, der ist erschossen worden. Stimmte nicht, er hat ihn gefunden und hat ihn besucht in Russland zweimal und hat den Vater überredet, nach Deutschland zu kommen. Ist auch zweimal hier gewesen, was der Vater ungern machen wollte. Hier in Buchenwald sogar. Ja. Und wir haben alles das verfolgt, auch die 100 Kinder, die er noch gefunden hat. Er hat nämlich bei seiner Kindheit nicht aufgehört. Und er hat vor 2 Jahren das Bundesverdienstkreuz bekommen. Der Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer, hat es ihm übergeben. Und wir durften dabei sein. Was ist das jetzt hier? Ganz, ganz herzlichen Dank, aber das war wirklich nicht nötig. Und das konnte hier schief gehen. Ne? Das hätte schief gehen können. Ja. Und wir fangen an Baikal und wenn wir treffen, einspurig, sonst zweispurig. Ich schaffe es so mit einem Überblick. Wie kann es eine Wurst sein? Also vielen Dank, dass Sie hierher gekommen sind und auch wenn der Verein jetzt als solches sich aufgelöst hat hier, ich glaube, bleibt der Kontakt bestehen und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie vielleicht wieder dann eben als
Zeitzeugen, als Gesprächspartner nach Weimar kommen könnten und wir eben das, die Zusammenarbeit fortsetzen können. Ja. Also vielen Dank. Dann auch nochmal von mir. Vielen Dank für die lange gemeinsame Zusammenarbeit. Die Zusammenarbeit. Wir sind nicht erst dieses Jahr, jetzt heute, sondern wir auch schon Jahre vorher. Und wir nehmen das Angebot natürlich gerne dankend an und werden uns dann bei Gelegenheit melden. Ja, wir hatten im letzten Jahr im Herbst die letzte Versammlung unseres Vereins im Buchenwald in der Gedenkstätte. War eine traurige Veranstaltung, weil wir haben jetzt über 25 Jahre uns regelmäßig getroffen und haben viele neue Freunde gefunden und Erfahrungen ausgetauscht, uns gegenseitig unterstützt. Aber wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir immer weniger werden, wo uns also die Mütter wegsterben. Und wo auch wir als Kinder teilweise unter den Folgeerscheinungen der ersten Lebensjahre leiden und nicht mehr so fit sind, sagen wir es mal so ausgedrückt, sodass es keinen Sinn mehr machte, uns jetzt immer so eine große Veranstaltung zu organisieren, was ja auch mit sehr viel Arbeit verbunden ist jedes Mal. Am 3. Oktober, Tag der Wiedervereinigung Deutschlands, kam ich auf die Idee, mit meiner Familie nach Sachsenhausen zu fahren, mir das Lager mal anzusehen, wo ich als Kind gewesen bin. Und ich kann es nicht beschreiben, wieso. Ich ging mit meiner Familie durch dieses Lagertor hier vorne und bekam ein Gefühl von Erregung, fühlte mich total niedergeschlagen, bedrückt, weiß nicht wieso, konnte es nicht begründen. Dann kam halt so die Erinnerung, dass ich also die Erzählung, dass ich als Kind hier gewesen bin und begann zu recherchieren. Man muss aber auch bedenken, ich hatte eigentlich niemals so eine Absicht, einen Verein zu gründen oder so eine Gruppe zu gründen. Ich bin einfach bei der Suche über meine eigene Geschichte über ganz viele andere Kindergeschichten gestolpert, die fast identisch waren. Da hatten wir auch dann 1997 das erste Treffen in Sachsenhausen. Da waren wir gerade mal noch 5 Kinder erst und 3 Mütter, glaube ich. Und es hat sich aber dann immer mehr angefunden, die da zu dieser Gruppe gehörten, die in Lagern, in Gefängnissen auf die Welt gekommen sind. Im Archiv liest und vergleicht Alexander Latozki Akten, für die sich bisher kein Historiker interessiert hat. Ich habe inzwischen über 60 Kinder gefunden, also aktenmäßig gefunden, namentlich gefunden. Das heißt nicht, dass es noch mehr waren. Sicherlich viel mehr werden es nicht werden, aber gut, ich meine, ist vor Überraschung nie gefallen. Gerade erst jetzt bei meinem Besuch in Honeck habe ich wieder 4 oder 5 Kinder gefunden. Und ich weiß, dass noch mehr da sein müssen, weil ich inzwischen ungefähr 20 Kinder gefunden habe, die von Sachsenhausen nach Honeck kamen. Aber in dem Volkspolizeibericht steht was von 30 Kindern in etwa. Also fehlen schon mal mindestens noch 10 weitere. Also ein paar sind sicherlich noch unter uns, die nichts davon wissen oder vielleicht auch gar nicht von ihrer eigenen Geschichte was wissen. Das habe ich auch festgestellt, dass manche Kinder gar nicht wussten, wo sie geboren waren, weil die Mutter es nach ihrer Entlassung den Kindern nie erzählt hat. Ja, dann war es auch Anna Kaminski, die jetzt heute die Stiftung Aufarbeitung leitet, die mir sagte, Mensch, mach da mal, du hast jetzt so viele Leute kennengelernt, mach da was daraus, mach da mal so ein Projekt darüber, über Kinder aus den Lagern, aus den Gefängnissen. Und so ist das Ganze dann mehr oder weniger zum Selbstläufer geworden. Das haben mich ja immer mehr, nachdem die ersten Filme gezeigt worden sind, haben sich immer mehr Leute gemeldet. Und so kam es dann, dass wir dann irgendwann mal sagten, wir müssen jetzt einen Verein gründen, damit wir also das Ganze ein bisschen besser strukturieren können. Nach jahrelanger Suche gelang es Alexander, wenigstens einen Teil der ehemaligen Kinder ausfindig zu machen. 1999 gab es ein Treffen in Sachsenhausen. Nicht jeder kam gern hierher. Nicht jeder wollte konfrontiert werden mit den Details seiner Kindheit hinter Stacheldraht. Die wenigsten können sich aneinander erinnern. Und so erzählt jeder, was er von seiner Kindheit weiß oder in Erfahrung bringen konnte. Wir saßen da in diesem Turm A
über den Eingang. Und wir kannten uns eigentlich überhaupt nicht. Und neben mir saß eine Frau in meinem Alter und jeder erzählte seine eigene Geschichte. Wir hörten also schön zu. Und so irgendwann flüsterte diese Frau mal und sagte zu mir, ich schob mir ein Foto rüber, da waren 5 Kinder drauf. Und sagt, kennen Sie da jemanden? Wir haben uns damals noch gesiezt. Guckt er rauf und sagt, ja, das bin ich. Und dann sagte sie, und das daneben bin ich. Wir waren beide zusammen im Lager, haben uns bei diesem Treffen das erste Mal kennengelernt. Und links von mir saß eine ältere Frau, die dann sich also auch schon gestört fühlte, weil wir da rumtuschelten, sie wollte eigentlich zuhören. Und irgendwann stupste sie mich an und sagte, bist du Sascha? Sascha, so nannte man mich im Lager, nannten mich alle Frauen im Lager, so wurde ich im Kinderheim genannt. Das war eine Frau, die mich also aus dem Lager kannte und also ich diesen Namen, die hat mich niemandem erzählt. Meine Frau, niemand kannte den Namen Sascha. Und dann mit diesem Namen angesprochen zu werden, das war, als ob mir jemand im Bauch gehauen hätte. Das war sowas von umwerfend. Ja, und so fing das Ganze dann halt einfach an. So haben wir sich immer mehr Leute kennengelernt und immer mehr Geschichten ausgetauscht. Dann war 1998, gab es kein Treffen, aber dann 1999 habe ich dann also durch die Anregung von Anna Kaminski dann angefangen, intensiver Leute zu suchen und auch dann zu einem Treffen, was wir dann auch regelmäßig jedes Jahr gemacht haben. Immer an verschiedenen Orten, an Orten politischer Verfolgung, in Buchenwald, in Fünfeichen, in Bautzen, in Berlin, also immer an solchen Orten. Und wir haben uns immer bemüht, solche Treffen mit auch einem öffentlichen Zeitzeugengespräch zu verbinden. Das heißt, wir haben Leute eingeladen oder sind in Schulklassen gegangen, und um das Thema einfach bekannt zu machen, weil also ich habe immer wieder festgestellt, dass kein Mensch wusste, dass in den Lagern auch Kinder geboren wurden. Selbst ehemalige Häftlinge, mit denen ich gesprochen habe, haben mir in vollster Überzeugung erklärt, hier gab es keine Kinder. Das ist einfach, hängt damit zusammen, dass die Häftlinge ja im Lager isoliert waren, immer in ihrer eigenen Baracke, in Sachsenhausen war um die Baracke rum wieder ein Holzzaun. Und deswegen waren die Leute so isoliert, dass sie das gar nicht mitbekommen haben, dass es Kinder gegeben hat. Aber es gab uns halt, und das ist darauf hinzuweisen und das zu vermitteln, das war mir wichtig. Und der zweite wichtige Aspekt, der für mich, für meine Arbeit wichtig war, war, dass es nie eine Zählung gab. Die Kinder wurden nicht registriert. Wir waren ein Anhängsel der Mutter und wurden maximal, also wenn überhaupt, ohne Namen, nur stand nur in den, bei der Umfrage, damals, die damals gemacht wurde, junge Mädchen, alles. Und ohne Namen oder sonst irgendetwas. Und den Kindern den Namen zurückzugeben, sie aus dieser Anonymität einer Zahl herauszuheben, zu holen, das war mir wichtig. Es gibt dieses Zitat von Heinrich Heine, unter jedem Grabstein liegt eine Weltgeschichte. Und jeder jemand seine Geschichte zurückzugeben und seinen Namen zurückzugeben, ist für mich unheimlich wichtig, finde ich jedenfalls. Ja, der Verein war unter anderem auch dafür gedacht, sich gegenseitig zu helfen, weil wir haben ja alle relativ wenig Erinnerungen. Die beginnen ja in der Regel erst mit dem dritten Lebensjahr. Und ich wusste zum Beispiel von meiner Mutter nur, dass mein Vater ein Wachsoldat war und dass man ihn angeblich zum Tode verurteilt hat für die Beziehung zu ihr. Da gab es auch keinen Grund, danach zu suchen. Und so ging es anderen Kindern genauso. Viele wussten überhaupt nicht, wer der Vater war. Diese Suche nach der eigenen Geschichte führte dann auch dazu, dass ich mit dem Roten Kreuz zusammengearbeitet habe, die ja die ganzen Akten 1992 bekommen haben aus Russland. Und dass wir dann immer mehr Erkenntnisse bekommen haben. Und der andere Faktor war, ich habe mehr über mich erfahren, dadurch, dass ich andere Mütter kennengelernt habe, nämlich die Mütter der anderen Kinder. Vielleicht mal ein Beispiel, also als ich die Mutter von Barbara kennengelernt habe, Christa, da war eine ihrer ersten Fragen, zeig mal deine Hände. Ich habe meine Hände gezeigt, meine Hände, finde ich, sehen normal aus. Fakt war, in den Baracken gab es einen einzigen Ofen, so eine Art Kanonenofen, der die ganze Baracke erwärmen sollte. Und da bin ich als Kind mal gegengerannt oder gestolpert und habe mich abgestürzt, habe mir die Hände verbrannt. Das ist bei ihr hängen geblieben, sie wusste das. Ich wusste das überhaupt nicht, weil
ich habe keine Narben hinterlassen oder sonst irgendwas. Kann also nicht so schlimm gewesen sein, habe wahrscheinlich eher lauter geschrien, als der Schmerz gewesen ist. Aber das sind so eine kleine Anekdoten. Es war für uns unheimlich wichtig, was über unsere eigene Geschichte zu erfahren, weil die meisten wussten nur ganz wenig, genauso wie ich auch. Auch wenn man, dass ich dann später meinen Vater gefunden habe. Das hängt alles, ist alles verknüpft mit dem Verein. Also der Verein hatte schon das Ziel, Betroffenen zu helfen. Und nicht bloß jetzt auch in der Erinnerung zu helfen, sondern aber auch bei der Anerkennung ihrer Leistung, die ihnen zustehen. Also Bayern zum Beispiel hat sich geweigert am Anfang, Kinder von politischen Gefangenen aus den Lagern als Häftlinge anzuerkennen, die also auch ein Anrecht haben auf eine Entschädigung. Da hat mir mal einer am Telefon gesagt, na, die waren da nicht im Gefängnis, da gab es da bestimmt ein Kinderheim in dem Lager. Also als ob es in Buchenwald ein Kinderheim gegeben hätte. Also alleine dazu zu helfen, ihre Rechte zu bekommen, ihre Entschädigung zu bekommen. Was uns die Gruppe insgesamt gegeben hat, glaube ich nicht bloß mir, sondern auch allen anderen, ist, dass man über das, was man erlebt hat, dann auch anfangen konnte zu reden. Dass man es verarbeiten konnte. Also das Schlimmste ist ja, Unrecht zu erleben und nicht mal darüber reden zu dürfen. Das ging ja zum Beispiel den ganzen Leuten, die aus den Lagern in die DDR entlassen wurden. Die mussten ja eine Schweigeverpflichtung unterschreiben. Aber was wirklich hilft, ist, über das, was man erlebt hat, über das Leiden zu sprechen. Damit es ein bisschen mehr von seinem Schrecken verliert. Und das hat, glaube ich, bei uns allen geholfen. Was wirklich wichtig ist, denke ich, ist, wir vergessen das nicht, was gewesen ist. Aber es sollte nicht unser Leben bestimmen. Also man muss lernen, die Vergangenheit loszulassen, um voranzukommen. Man muss darüber reden können, aber man sollte sich davon nicht das Leben verderben lassen. Wenn ich jetzt heute so zurückdenke an die Anfänge von 1997 bis heute, haben wir eigentlich, finde ich, schon eine ganze Menge erreicht. Also das Ziel war ja und ist immer noch, mit zu vermitteln, dass es auch Kinder in der Lage gab. Dass es Mütter gab, die also unter diesen schrecklichen Bedingungen in den Lagern, mit diesen vielen Toten, das geschafft haben, dass so viele von uns überlebt haben, ist schon mal erwähnenswert und sollte man immer wieder darauf hinweisen. Und leider ist es natürlich auch so, wenn ich jetzt so die Bilder ansehe, wer damals alles noch dabei gewesen ist und wer heute schon wieder von uns gegangen ist inzwischen. Ich sage es immer wieder, wir werden immer weniger. Das ist normal, das ist der biologische Ablauf. Aber das ändert nichts daran, dass es schmerzlich ist zu sehen, wer alles schon wieder verstorben ist inzwischen. Wir haben uns an vielen Orten getroffen. Wir haben manchmal viele Besucher gehabt bei unseren Veranstaltungen, manchmal wenige Besucher. Das müssen andere das übernehmen. Ich hoffe, wir finden Leute, die es übernehmen werden. Ich habe noch ein ganz großes Archiv von Unterlagen bei mir zu Hause, das ich nicht entsorgen will, sondern vielleicht irgendeinen Interessenten, einen Historiker oder jemand weitergeben kann, der damit was anfangen kann.